So, willkommen zurück zu Teil 2. Diesmal geht es darum, wer macht eigentlich mit bei den Gelbwesten Wiesbaden, wer tummelt sich da und was für ein Netzwerk steckt da dahinter. Gut, wir fangen mal an mit den Leuten, die quasi für die Gelbwesten parteiische Medienberichterstattung machen, die Livestreams von dort senden oder die anschließend auf ihren Plattformen Jubelberichte über die Gelbwesten verfassen. Und da legen wir mal los mit einem bekannten Gesicht. Henrik Stöckel heißt der junge Mann hier. Henrik Stöckel ist als Facebook-Videoproduzent und YouTuber bekannt geworden mit seinen Livestreams vor allen Dingen. Er ist quasi jedes Wochenende auf irgendeiner rechten Veranstaltung unterwegs und sendet von dort in Dauerschleife seine Videos. Er hat damit eine unheimliche Reichweite aufbauen können. BuzzFeed hat ihn mal als den rechten Influencer bezeichnet. Ja, und bezeichnend ist vor allen Dingen, auf was für Demonstrationen Henrik Stöckel so rumläuft. Er läuft nicht nur bei den Gelbwesten Wiesbaden mit, sondern wir sehen ihn hier beispielsweise in Erfurt bei einer Demonstration von Björn Höcke, und er unterhält sich da nicht mit irgendwem, sondern mit einer Aktivistin der Identitären Bewegung. Und man muss davon ausgehen, dass Henrik Stöckel auch sehr genau weiß, dass diese junge Frau in der Identitären Bewegung unterwegs ist. Nächstes Beispiel. Hier sehen wir Henrik Stöckel, und der interviewt da auch wieder nicht irgendwen, sondern er interviewt Edwin W., ein niederländischer Aktivist aus dem Hooligan-Spektrum, der auch schon bei den sogenannten Hogesa-Demonstrationen mitgemischt hat, die bekanntermaßen in Köln zu gewalttätigen Ausschreitungen geführt haben. Ja, noch ein Beispiel haben wir hier. Da ist Henrik Stöckel extra nach Italien gereist, nämlich zur Veranstaltung mit Jörg Meuthen und unter anderem Herrn Salvini, also dem großen Zusammenschluss der rechtspopulistischen Parteien in Europa. Und da von solchen Events macht dann Henrik Stöckel im Prinzip so ein bisschen Hofberichterstattung. Ja, und auch bei Oliver Flesch, das ist so ein bisschen gerade die große Drehscheibe für rechtes Gedankengut im Netz. Der macht fast jeden Abend solche Talkshow-Formate, und da lädt er sich dann eben prominente rechte Online-Aktivistinnen und Aktivisten ein und quatscht mit denen über 2 Stunden rum. Und auch da darf Henrik Stöckel mitmachen. Also auch da zeigt sich nochmal eine Querverbindung in ein weiteres rechtspopulistisches, rechtsextremistisches Spektrum hinein. Ja, zusammenfassend kann man also sagen, Henrik Stöckel hat nicht nur Kontakt mit den Gelbwesten Wiesbaden, sondern Henrik Stöckel berichtet über Events der Identitären Bewegung, über Events der Alternative für Deutschland, und er bietet auch Personen aus dem gewaltbereiten Hooligan-Milieu eine Plattform in seinen Videos. Okay, noch eine Seite, die extrem positiv über die Gelbwesten in Wiesbaden berichtet, die nennt sich Journalistenwatch. Und das ist im Prinzip eine ganz große Nummer im rechtspopulistischen Medienbereich. Die berichten also nicht nur einmal in der Woche, sondern die kommentieren eigentlich täglich das aktuelle Weltgeschehen und deuten das aus einer rechtspopulistischen Perspektive heraus. Die sind nicht unabhängig, sondern die werden finanziert über ein Institut in den USA. Und wenn man sich anschaut, was dieses Institut sonst so finanziert, beispielsweise den englischen Aktivisten Tommy Robinson, dann wird recht deutlich, die haben eine Agenda, nämlich die, dass sie vor allen Dingen antimuslimischen Rassismus in Medienform produzieren und finanzieren. So, schauen wir uns mal an, wie die Seite Journalistenwatch so berichtet. Hier ein Beispiel. Da geht es jetzt um Wiesbadener Stadtteile, und da wird dann eben ernsthaft behauptet, dass dort bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen würde. Das heißt, wir haben es da mit einer Seite zu tun, die extrem stark zu Übertreibungen neigt. Ja, und diese Seite berichtet eben über die Gelbwesten Wiesbaden. Das ist insofern interessant, dass sie längst nicht über alle Gelbwestengeschichten Deutschlands berichten, sondern tatsächlich fast ausschließlich über die Wiesbadener. Und wir glauben, das liegt daran, dass der Autor dieser Artikel, Klaus L., eben persönliche Beziehungen, Freundschaften, Bekanntschaften hegt mit den Organisatorinnen von den Gelbwesten Wiesbaden, aber auch mit den Organisatoren der Demos von Hand in Hand Wiesbaden. Da gehen wir später noch drauf ein. Ja, was kann man sagen, wie ist Journalistenwatch jetzt wiederum vernetzt in verschiedene rechtsextreme Milieus hinein? Wir können das einmal sehen bei den Werbeanzeigen auf Journalistenwatch. Da haben wir dann gleichzeitig quasi Werbung von der AfD als auch von der Identitären Bewegung. Wir können das nochmal bestätigt sehen, wenn wir uns anschauen,
was die Seite über Linklisten für andere Webangebote empfiehlt. Und da haben wir dann eine ganze Parade an Webseiten aus dem Bereich der identitären Bewegung oder aus dem Bereich der Alternative für Deutschland. Ja, und über die Alternative für Deutschland ist diese Seite nochmal mit einem interessanten Spektrum verknüpft oder mit einem gefährlichen Spektrum verknüpft, nämlich mit der sogenannten OCG-Sekte, das heißt ausgesprochen organische Christusgemeinschaft. Und das ist eben eine Sekte, die sehr stark antisemitisch argumentiert und die unter anderem fordert, dass in der Kindererziehung die Prügelstrafe wieder legalisiert wird. Wir haben euch mal links unten reingepackt, wenn ihr euch da weiter drüber informieren wollt, was das für eine Gruppierung ist. Festzuhalten ist aber, dass sie dann eben beim Kongress der sogenannten freien Medien in Berlin gemeinsam aufgetreten sind. Gut, daher als Fazit nochmal zu Journalistenwatch. Wir können da sehen, starke Verbindungen zur AfD, starke Verbindungen zur identitären Bewegung und eben auch Kooperation, gemeinsame Auftritte mit der OCG-Sekte. So, und gucken wir nochmal auf die Leute, die da Livestreams machen aus Wiesbaden. Da ist noch ein ganz spannender Account dabei, der nennt sich Abendland, betrieben von Robert V. Und dieser Account hat's in sich, weil dieser Account nicht nur irgendwelche Gelbwesten-Demos streamt, sondern auch ganz viele andere rechte Demos in Deutschland und da dann eben auch Interviews führt, beispielsweise hier zu sehen mit dem sogenannten selbsternannten Volkslehrer, also einem der bekanntesten Personen im Reichsbürgerspektrum, die es derzeit in Deutschland gibt, der auch auf Demonstrationen für die Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck mitmarschiert ist. Okay, und es gibt nicht nur diesen YouTube-Kanal Abendland, sondern es gibt auch noch eine Facebook-Gruppe Abendland. Und auch da sind ganz gruselige Inhalte zu beobachten. Beispielsweise sehen wir hier, dass da Postings verbreitet werden von Tommy Frank. Tommy Frank ist einer der bekanntesten Neonazis in Deutschland. Der betreibt so ein eigenes Lokal und ist darüber hinaus Mitorganisator von ganz großen Rechtsrock-Events in Deutschland. Ja, und nicht nur das, sondern wir sehen, dass auch sowas hier in dieser Gruppe geteilt wird. Da heißt es die große Wahrheit über die Geschichtslüge, also geschichtsrevisionistische Inhalte. Und bleiben wir gerade beim Thema. Robert V. hat nicht nur diesen Kanal Abendland, sondern er ist auch einer der Hauptfiguren bei der sogenannten Leine des Grauens. Das ist soll so ein mobiles Mahnmal sein. Tatsächlich kann man das Ganze auch als Propagandaaktion werten, weil es da einfach nur darum geht, Stereotype über geflüchtete Menschen zu verbreiten und denen quasi anzudichten, dass sie besonders oft zu Straftaten neigen würden. Ja, und Robert V. setzt mit seiner Leine des Grauens auch sehr subtile politische Botschaften. Beispielsweise, wenn er die auf den Rheinwiesen aufbaut, das Video dann so benennt, wie wir es hier sehen, und dann solche Kommentare provoziert, hat den Hintergrund, dass dieses Thema Rheinwiesen im neonazistischen, im rechtsextremen, im geschichtsrevisionistischen Spektrum nichts Neues ist, sondern quasi ein ganz altes Narrativ ist aus der Nachkriegszeit, wo man dann quasi anhand von den Zuständen im Rheinwiesenlager im Prinzip die Deutschen ein Stück weit geschichtlich entlasten möchte und vor allen Dingen sagen will, aber die anderen haben doch im Zweiten Weltkrieg auch schlimme Geschichten gemacht. Also ein bisschen analog zu dem, was man auch unter diesem Dresden-Mythos aus der rechten Ecke hört. Ja, bleibt festzuhalten, wir haben bei Robert V. starke Verbindungen zum, oder wir können über Robert V. sagen, über den Account Abendland sagen, dass es da Verbindungen gibt zum Volkslehrer. Wir können sagen, dass er mit der AfD zusammen kooperiert, auch von deren Demos beispielsweise berichtet. Und wir können darüber hinaus feststellen, dass er dann beispielsweise in Videos zur Untermalung Musikstücke der identitären Bewegung verwendet. Also auch da in dieses Spektrum hinein ist dieser Account letztendlich vernetzt. Okay, gucken wir mal, wer sonst noch mit den Gelbwesten zusammenhängt. Wo kommt dieses Thema eigentlich ursprünglich her oder wer hat es quasi nach Deutschland gebracht? Die allerersten Meldungen, die man so sehen konnte, wo eben jemand gesagt hat, ey kommt, lass uns jetzt auch als Gelbwesten auf die Straßen gehen, die kamen aus dem sogenannten Frauenbündnis Kandel.
Frauenbündnis Kandel wird angeführt und wurde gegründet von Marco Kurz. Das kann man jetzt irgendwie ein bisschen schräg finden, dass er sich dann Frauenbündnis nennt. Ist es vielleicht auch einfach. Naja, aber das Frauenbündnis Kandel, das ist vor allen Dingen dafür bekannt, dass es eben in dieser kleinen Stadt in Rheinland-Pfalz, in Kandel, seit Monaten kontinuierlich Demos durchführt und da quasi die Anwohnerinnen und Anwohner ziemlich mit nervt. Ja, und darüber hinaus kann man sagen, dass das Frauenbündnis Kandel quasi null Abgrenzung zum organisierten Rechtsextremismus zeigt. Das kann man immer wieder bei ihren eigenen kleinen Demos beobachten. Da laufen dann immer wieder Personen von der NPD mit. Man konnte das ganz massiv auch sehen bei einer der ersten Demos, die es da in Kandel gab, nämlich im März 2017, wo dann massiv geworben wurde im Lager der rechtsextremen Hooligans. Ja, und dann muss man quasi beim Frauenbündnis Kandel vielleicht auch noch dazu sagen, dass Marco Kurz nicht erst da angefangen hat, Politik zu machen, sondern es gibt ganz viele Quellen, insbesondere von Fachleuten, die sich mit der Reichsbürgerszene beschäftigen, wo der Name Marco Kurz immer wieder auftaucht und eine Rolle spielt. Heißt, wir können zusammenfassend sagen, Frauenbündnis Kandel, Verbindungen hinein zum Reichsbürgerlager, Verbindungen zum Hooligan-Milieu, Verbindungen zur AfD, mit der man zeitweise gemeinsam mobilisiert hat nach Kandel, wie eben zu dieser großen Demo im Jahr 2017. Wir können sehen, dass man da sich auch null abgrenzt gegenüber Akteuren von der NPD. Okay, kommen wir mal zu den anderen Gelbwestengruppen, die es so in Hessen gibt. Da gibt es zum Beispiel die Gelbwesten Gießen. Und die, naja, die halten es wirklich noch ein bisschen, noch ein bisschen weniger Abstand nach rechts, nämlich eigentlich gar keinen. Die laden sich unmittelbar die NPD auf ihre Demonstration ein, in Form ihrer Schutzzonenkampagne. Die sind dann auch gerne gekommen, weil die, ja, die nehmen eigentlich jedes bisschen Aufmerksamkeit, was sie in Hessen kriegen können, dann auch wahr. Die Geschichte hat dann so ein bisschen für Aufregung gesorgt und der damalige Organisator der Gelbwesten, der die NPD eingeladen hatte, musste quasi sich ein bisschen von der Spitze verabschieden. Und man könnte denken, jetzt holen die sich dann anschließend jemanden, der das besser hinkriegt mit der Abgrenzung. Ja, könnte man denken. Fakt ist, dass es über den solche Schlagzeilen gibt, dass der nämlich vor Gericht mit klassischem Gebaren der Reichsbürgerszene aufgetreten ist. Ja, und diese Gelbwesten Gießen, die tauchen dann wiederum in Wiesbaden bei den Demos als GastrednerInnen auf, zum Beispiel bei dieser Demonstration im Frühjahr. Zusammenfassend können wir da also sagen, die Gelbwesten Gießen halten nicht so wahnsinnig Abstand zur NPD, eigentlich gar keinen, und sie sind verbunden mit der Reichsbürgerszene. Ja, in Wiesbaden eigentlich immer mit am Start sind die Leute von Beweg was Mainz. Die sind unter verschiedenen Namen aufgetreten, ursprünglich Merkel muss weg Mainz, haben sich dann wirklich mehrfach umbenannt. Jedenfalls haben die in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt mehrfach Demonstrationen organisiert. Und da ist ganz spannend, wer da so mitgemacht hat. Da sind mitgelaufen Leute aus der Jungen Alternative, aber auch von den Jungen Nationalisten, also der Jugendorganisation der NPD. Und damals im Livestream hat dann die Organisatorin Nico S. quasi die Leute von der NPD ins Bild genommen und hat gesagt, das ist unser Nachwuchs. Also hat sich doch ziemlich gemein gemacht mit den Akteuren aus dem rechtsextremen Spektrum. Ja, und auch die Mainzer Bewegwas-Leute haben quasi lange darauf bestanden, dass sie irgendwie weder rechts noch links seien und doch bitteschön nichts mit Rechtsextremismus zu tun haben. Das hat sie nicht davon abgehalten, insbesondere Nico S., immer wieder ihre Sympathien für die identitäre Bewegung zum Ausdruck zu bringen. Beispielsweise ist sie extra nach Dresden gefahren zu einem Festival der identitären Bewegung, um dann da ein Selfie mit Martin Sellner zu schießen, dem führenden Kopf der identitären Bewegung für den deutschsprachigen Raum. Ja, und außerdem fährt sie nicht nur nach Dresden, sondern Nico S. ist auch in die Schweiz gefahren zum sogenannten Antizensurkongress. Und dieser Kongress wird ausgerichtet von der OCG-Sekte, über die haben wir vorher schon mal gesprochen. Ja, und man muss trotzdem feststellen, dass Bewegwas, obwohl sie diese klaren Berührungspunkte in rechtsextremen Szenen rein haben,
trotzdem eine gewisse Reichweite im Internet aufbauen konnten. Und das hat dazu geführt, dass sie dann eben spannend wurden, auch für beispielsweise die AfD, und es immer wieder zu solchen Gastauftritten von AfD-Bundestagsabgeordneten in den Videoformaten von Bewegwas gekommen ist. Und auch bei Oliver Flesch, über den wir auch schon viel gesprochen haben, dürfen Leute wie Nico S. Dann letztendlich auftreten. Ja, zusammenfassend haben wir da Verbindung zur identitären Bewegung, vor allen Dingen in Form von Sympathien durch Nico S. Wir haben Auftritte von Junge Alternative und Jugendorganisationen der NPD. Wir haben Verbindungen zur AfD, wir haben Verbindungen zur OCG-Sekte. Ja, auch jedes Mal mit dabei und sehr eng mit den Gelbwesten verbunden ist das Bündnis Hand in Hand. Das ist eine sehr lokale Geschichte, also ein kleines Wiesbadener Bündnis, vor allen Dingen auf einen Stadtteil bezogen. Die haben sich gegründet nach dem Mord an Susanne. Und die haben dann auch den Gerichtsprozess den Verhandlungen um die Ermordung von Susanne immer wieder mit Demonstrationen begleitet. Und spannend ist eben auch dort zu sehen, dass auch dort die Abgrenzung nach rechts nicht funktioniert, sondern bei den Demonstrationen dann eben beispielsweise Aktivisten der NPD geduldet wurden. Sprich, auch da haben wir über dieses Wiesbadener Bündnis Verbindung zur NPD und zum Volkslehrer. Und auch das sollte erwähnt werden. Bei einer Veranstaltung von Hand in Hand Wiesbaden ist ein Redner aufgetreten, der inzwischen für seinen Redebeitrag dort in Wiesbaden wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Okay, jetzt haben wir jede Menge Verbindungen in den letzten 10, 20 Minuten gehört. Wenn man die alle übereinander legen würde, wird das echt so ein richtiges Dickicht an Verbindung geben. Und da glauben wir, wird es tatsächlich dann eben gefährlich rund um die Gelbwesten Wiesbaden, dass die nämlich so eine Art Türöffner sind in unterschiedlichste rechtsextreme Milieus, gleichzeitig so tun, als wären sie total harmlos und total bürgerlich. Wir haben in Teil 1 gesehen, schon das stimmt nicht, sondern in ihren Facebook-Gruppen verbreiten die auch selber rechtsextreme Geschichten, und bei den Demos sehen wir mindestens sehr stark VerschwörungstheoretikerInnen vertreten. Ja, aber vor allen Dingen dieses Geflecht macht diese Sache so riskant, dass dann da Leute, die meinetwegen sagen, ich gucke mir jetzt mal hier so einen Livestream aus Wiesbaden an, das dann über den Abendland-Kanal machen und anschließend ein Video vom Volkslehrer vorgeschlagen bekommen. Und deshalb sagen wir, da entsteht ein neues rechtes Milieu und da werden Einstiege quasi ermöglicht und geschaffen, und insbesondere dann auch über diese starke Affinität zu Verschwörungstheorien, wo dann behauptet wird, dass alles, was du in klassischen Medien serviert bekommst an Nachrichten, dass das alles nicht glaubwürdig und vertrauenswürdig ist, besteht dann eben die Gefahr, dass neue Leute in die Szene abgeholt werden, das Vertrauen in Demokratie und Medienlandschaft zerstört wird und die dann schrittweise in rechtsextreme Milieus abdriften, über die sie quasi mit den Gelbwesten in Kontakt kommen können.